Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming und den Train Simulator 2020. Ja, wie wir alle sehen, fahren wir heute einen ICE ja, nach Leipzig. Mal schauen, was das wird, ob die Fahrt angenehm wird. Kann ich bis jetzt noch nicht sagen, ob es eine ruhige Fahrt wird. Das werden wir alles während der Fahrt jetzt sehen. So, dann lassen wir mal unsere Leute hier einsteigen. Muss ich mal kurz schauen. So, dann brauchen wir auch einmal Licht. Ja, es ist recht früh, 6:43 Uhr. Um 6:45 Uhr fahren wir hier ab. Deshalb würde ich sagen, mache ich jetzt einmal schnell hier unsere Lok noch fertig. Zugspitzensignal haben wir an. Ja, in dieser Modifikation hier können wir hier leider keine Instrumentenbeleuchtung oder so anmachen. Das ist hier alles ein bisschen, ja. Auch hier die PZB fehlt hier, um die hier zu aktivieren. Das geht hier nicht. Genauso wie unser Gashebel, den wir aber hier steuern. Also ich steuere den sowieso anders. Richtungswender muss ich leider hier anmachen, weil hier keine Funktion da ist. Brauchen wir sonst noch was? Ne, hier ist auch nichts, leider nichts. Ich meine, in der Version das Fenster aufmachen. Ne, können wir auch nicht machen. Ja, unsere S-Bahn fährt da drüben schon weg. Türen können wir auch nicht aufmachen. So, was ist hier am Heulen? Alles uninteressant für uns. Momentan noch. Ja. Solange hier nichts aufleuchtet, ist alles schön. Ja, wir können losfahren. So viel wie ich auch gelesen habe, ist dies auch eine Wertungsfahrt. Das heißt, weil wir hier jetzt gerade schon Punkte bekommen haben, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich hier heute mache. Denn hier wird knallhart bestraft. Ja, und unsere Ansagen kommen natürlich auch wieder wie in den anderen Videos auch. Da habe ich mich extra ins Zeug für euch gelegt und das rausgesucht. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wünsche ich eine angenehme Fahrt und wir hören uns später wieder.
wie wir gerade gehört haben, ist die Ansage hier im ja, das habe ich jetzt natürlich vollkommen hier vertrottelt. Egal. Die Einfahrt hier in den Tunnel. Naja, egal. Werde hier trotzdem jetzt mal ein bisschen, weil es hier bergab geht, ein wenig mit angezogener Bremse hier reinfahren, da unser Zug aus seinem Eigengewicht recht sehr gut schiebt. Ja, Ankunft ist um 6.50 Uhr. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen gerade Berlin Hauptbahnhof auf Gleis 1, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ich bin die Strecke hier noch nicht gefahren, auch nicht mal probehalber. Deshalb weiß ich auch noch nicht, was mich hier erwartet. Die Wertungsfahrt lassen wir jetzt mal dahin sein. Jetzt rollen wir noch bis vorne hin. So, dann machen wir mal hier unseren Halt. So, einmal Halt. Türen auf. So, wie lange haben wir jetzt hier Aufenthalt? 2 Minuten. Ja, sind ja recht pünktlich hier. Ich weiß nicht, warum er mir vorhin einen Betriebsfehler hier angezeigt hat. Gut, dass ich zu schnell war, da habe ich gepennt. Da habe ich nicht richtig aufgepasst auf Signal. Das ist mir durch die Lappen gehuscht. Ach, ist jetzt auch egal. Wir fahren jetzt einfach hier gemütlich unsere Strecke weiter nach Leipzig Hauptbahnhof. Wir werden dann einmal die Bremse wieder auf 5 bar füllen. Ich schau mal gerade hier, 6.52 Uhr fahren wir hier weg. Dann haben wir Berlin Südkreuz 6.57 Uhr, Abfahrt 6.58 Uhr. Dann haben wir Fahrgäste um 7.38 Uhr. Okay, das wird dann unsere erste längere Strecke werden. Nach Lutherstadt-Wittenberg und dann von Lutherstadt-Wittenberg weiter nach Leipzig Hauptbahnhof. Ja, unsere Ansage hier im Zug ist, unsere Bahnansage ist etwas defekt. Deshalb werde ich dies in dieser Folge, wie das so üblich ist, als Lokführer einfach übernehmen. Was macht denn eigentlich unser Rollo? Können wir das wenigstens runterziehen? Nee, auch nicht, ne? Geht hier auch nicht, okay. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein Modpaket, was ich mir hier runtergeladen habe. Schaue ich gerade mal aufs Signal. Höchstgeschwindigkeit ist 60, die wir hier fahren dürfen. Ist ein Modpaket. Hier funktioniert leider nicht alles so, wie ich das gerne hätte. Aber es macht trotzdem Spaß, die Strecke hier zu fahren. Ja, und wie gesagt, weil unsere Anlage im Zug defekt ist, werde ich dies als Lokführer übernehmen. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht am Ende doch hier mit Plus rausgehen. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns überraschen und fahren einfach jetzt Berlin Südkreuz. Die Gefahr besteht hier, wenn ich bei
diesen Add-on hier zu viel Gas gebe am Anfang, dann drehen die Reifen von der, also ja, oder die Räder von der Lok durch und dann kriege ich hier eine Fehlermeldung ins Display und das möchte ich natürlich nicht haben. Also auf 56 ungefähr unsere Lok hier beschleunigen oder 57 und lassen jetzt den Rest einfach hier rollen. Durch das Eigengewicht von unserem Zug haben wir hier eine sehr gute Beschleunigung. Es geht auch gerade hin. Der ein oder andere kennt vielleicht das in Berlin. Ich selber kenne diese Strecke zwar nicht, bin zwar in Berlin auch schon mit S-Bahn und alles gefahren. Aber naja. So, sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Berlins Südkreuz, Gleis 3, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Berlin Potsdamer Platz, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nach kurzem Aufenthalt fährt dieser Zug weiter nach Leipzig Hauptbahnhof über Lutherstadt Wittenberg. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Good morning, ladies and gentlemen. We are now approaching Berlin Südkreuz on Platform 3. The exit is to the left. Jetzt war ich wieder etwas durcheinander hier mit dem sein Geplapper. Dann brauche ich nämlich diese Ansage nicht zu machen. Ich habe das gerade mal ein bisschen So. Was haben wir hier? Ankunft 6.57 Uhr. Ach ja, können wir die Tür noch gar nicht aufmachen, weil wir einfach zu früh sind. Wir sind zu früh. Ja, das ist dieses Add-on ist etwas, naja, weiß ich auch nicht. Können ja noch ein Stückchen weiter vorfahren. Aber weil ich gerade sehe, wir müssen hier gar nicht halten. Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Heute bin ich irgendwie ein bisschen durcheinander. Ja, und schon haben wir Verspätung. Was ich natürlich nicht wollte. Potsdamer Platz, da halten wir gar nicht. Ja, egal, vielleicht holen wir ja die 2 Minuten wieder rein, wenn wir dann von Lutherstadt Wittenberg nach Leipzig fahren. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist heute nicht so mein Tag hier irgendwie. Machen einfach das Beste draus.
können wir hier den Schub rausnehmen. Denn jetzt geht es hier bergab. Wir haben hier ein grün blinkendes Signal. Zugbeeinflussung. 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 Da stand auch was mit 70. Na egal, kommen wir halt ein bisschen später heute an. Macht nichts. Da stand auch wieder was von 70. Naja, schauen wir mal. Ist heute nicht so mein Tag. Kann ja mal vorkommen. Ja. Nehmen wir jetzt den Schuh raus. Und rollen mit dem Rest jetzt. Hier hätten wir halten müssen. Nicht vorhin davor, ne? Sind halt etwas, ja. Ist man ja gewohnt von der Deutschen Bahn, dass alles ein bisschen später kommt, aber naja, es ist ja auch, sage ich mal, nur ein Spiel. Ja, jetzt müssen wir nach Lutherstadt-Wittenberg. Wir haben jetzt eine Fahrzeit von einer knapp 40 Minuten. Da müssen wir mal sehen, dass wir ein bisschen Galle kriegen, ja. Kann ich gar nicht verstehen, warum ich hier eine Strafe kriege wegen Unpünktlichkeit. Naja, schauen wir mal jetzt, wenn wir dann raus sind aus dem ganzen Bahnhofsgetümmel hier, um dort dann auf der Geraden mal richtig Kit zu geben, was hier unser ICE so hergibt. Naja, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Trink nebenbei noch mein Käffchen, so wie das jeder Lokführer macht. Tja, mit den Pluspunkten wird das heute nichts. Aber wir werden irgendwann, werden wir dann auch mal anfangen, ja, Wertungsfahrten richtig gut nach Zeit zu fahren. Aber das verlangt sehr viel Übung und da muss ich noch ein bisschen üben. So, jetzt können wir 120, dann würde ich sagen, gehen wir mal kit. Thank you.
Ansage ist jetzt durch. Ich hoffe, man konnte es auch verstehen. Also nochmal für alle die, die nichts verstanden haben. Unser nächster Halt ist mit der Stadt Wittenberg auf Gleis 2. Anschließend fahren wir weiter nach Leipzig Hauptbahnhof auf Gleis 11. Dort endet unsere Fahrt. So, ja, wollen wir mal schauen, ob wir denn jetzt unsere 2 Minuten hier wieder rausholen. Das ist unser Zug. Ein ICE. Mal gucken, was das Ding hergibt. Also wir sind jetzt schon bei, ja, knappen 160. Jetzt muss ich hier wieder runterholen, das, sonst meckert hier wieder alles. Ich wollte ihn doch mal richtig ausfahren, aber hier unten sieht man schon, kommt das Signal für die 200. Und dann sind wir auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und da werden wir richtig Kick geben gleich. Mal gucken, was uns das Signalanlagen hier so geben jetzt. Das ist nochmal wichtig. 160 war ausgeschildert. Grünes Licht haben wir auch. So, und jetzt müsste gleich hier das Schild kommen für die 200. Das F8. Das war das Schild für 200. So, dann wollen wir mal. Wird auch schön, dass unser Zug jetzt beschleunigt. Aber ich glaube, die 200 werden wir mit der Baureihe 1404 nicht schaffen. Ja, ihr werdet euch jetzt auch sicherlich fragen. Moment, jetzt muss ich mal gerade schauen, haben wir hier ein rotes Signal mit. Warum ich jetzt, ja, ich jetzt so fahre, hab den ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt so fahre, dann kann ich hier unten die Schilder schlecht lesen, was mir dort geschrieben wird. Deshalb muss ich ein bisschen ranzoomen, weil das in diesem Add-on hier ja auch die Bildschirme hier alles ja ein bisschen unscharf ist. Ja, ist aber besser als gar nichts, als wenn wir nur diese Standardstrecken alle hätten. Aber wir können schon hier sehen, dass Ankunft 7.38 Uhr laut Fahrplan, wenn wir so weiterfahren, sind wir sogar 7.35 Uhr schon. Hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt und wir hier einfach weiterfahren. Ja, schauen wir mal raus, wie das Ganze hier von außen aussieht. Aber wir sind doch jetzt schon gut in der Beschleunigung. Wir sind jetzt schon bei 188 Stundenkilometer. Stadt Wittenberg.
müssen hier mal gucken nach unseren Signalen, die wir hier überfahren. Ob hier nicht irgendwo dann noch ein gelbes dabei ist. Oder ein grünes mit gelb als Vorsignal. Ja, 191, ich glaube 200 werden wir mit der Baureihe 1404 nicht schaffen. Hier wird das mit der Anhängerzahl, die wir hier, die wir hier als Waggons hinten dran haben. Ja, wenn es vielleicht nur 3 oder 4 werden, dann würden wir, glaube ich, auch die 200er-Marke schaffen. Aber mit diesen vielen Waggons schaffen wir das natürlich nicht. So, dann einmal hier durch. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Haltestelle war. Die 200 Stundenkilometer werden wir hier nicht schaffen. Ja, wir haben hier noch ein ganz schönes Stückchen vor uns. Aber die Hauptsache ist, dass wir heil ankommen. Scheiß auf diese Wertungsfahrt jetzt. Ist sowieso doof, dass hier die BZB nicht geht. Dass wir diese nicht einstellen können. Tja, so ist das halt, ne? Man kann nicht alles haben, auch in einem Simulationsspiel geht nicht alles. Aber wo ich auf jeden Fall noch dran interessiert bin, einmal bei der Deutschen Bahn mal anzufragen, ob ich denn vielleicht mal in einer realen Lok, so wie diese aus der Baureihe 14, hier auf diesem Sitz mal mitfahren darf. Das würde ich euch natürlich auch filmen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet, mal diese ganzen Instrumente hier aus einer realen Lok zu filmen. Ja, selber fahren werde ich wahrscheinlich nicht dürfen. Einfach nur mal so ein Stückchen vor und zurück oder nur ein Stückchen vor und wieder anhalten. Ist ja eigentlich auch nichts anderes wie hier im Simulator. Nur dass da halt dann wirklich richtig viele große PS unterm Hintern sitzen und nicht ein Stecker mit 230 Volt. So, haben wir schon 195 Stundenkilometer erreicht. Ja, Respekt, dass sich unsere Lok doch so hoch geht. Wir sind auch recht flott unterwegs. Wir sehen schon in 57 Kilometern. Sind wir dann sogar schon da an unserer nächsten Haltestelle? Ja, ich nehme schätzungsweise laut der Uhr brauchen wir noch ungefähr 20 Minuten. Dann sind wir da. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach mal weiter und ich melde mich dann kurz vom Bahnhof.
So, und da geht die Fahrt weiter nach Leipzig Hauptbahnhof. Ankunft Leipzig Hauptbahnhof, Gleis 11, circa heute 3 Minuten später um 8.21 Uhr.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Thank you.
So Leute, wir sind jetzt in Leipzig angekommen. Ja, das war unsere Fahrt von Berlin nach Leipzig. Dann würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Tschüss!